Liebe Brüder und Schwestern, wir haben soeben den Johannesprolog gehört. Der Apostel und Evangelist Johannes, der mit gewaltiger Sprache dieses Geheimnis der Menschwerdung Gottes auszudrücken versucht. Das ewige Wort des Vaters, Jesus, der Sohn Gottes, ist Fleisch geworden, Mensch geworden für uns. Ja, das feiern wir heute an diesem Hochfest von Weihnachten. Die Geburt Christi, in allem uns gleich, außer der Sünde, heißt es, wurde Jesus der Sohn Gottes. Ja, Jesus ist unser Retter, unser Erlöser. Er ist unser wahres Licht. Er leuchtet für uns. Er überwindet alles Dunkel der Sünde und des Todes in uns, aber auch in der Welt. Wenn jetzt auch nur anfanghaft, stückhaft, aber doch, er errichtet seine Herrschaft, das Reich Gottes breitet sich aus. Jesus ist der Sieger über Sünde, Hölle und Tod, über die Macht der Lüge, über den Irrtum, über alles Böse. Darüber dürfen wir uns freuen. Er ist die Vergebung unserer Sünden, unser neues Leben. Ja, nehmen wir ihn in Dankbarkeit, in Freude auf, damit es nicht auch von uns heißt, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ja, wir wollen ihn aufnehmen, mit Glauben, mit Hoffnung und Liebe und dem Vater danken für seine unfassbare Güte. Es heißt im Prolog, niemand hat Gott je geschaut, aber jetzt dürfen wir ihn sozusagen schauen, in diesem Kind von Bethlehem, in der Menschwerdung des Sohnes Gottes. Ja, Gott hat auch uns nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen, ja, nach dem Bild seines Sohnes. Ja, der Vater schuf uns durch seinen Sohn, durch sein ewiges Wort, das Fleisch geworden ist. Er schuf uns als seine Abbilder. Wir sind wirklich Kinder Gottes. Gott schenkt uns neu diese Würde in seinem Sohn. Jesus, er ist für uns Mensch geworden, damit wir ja die Würde unseres Menschseins wieder neu entdecken. Die Würde jedes Menschen, damit sie uns wieder zurückgegeben wird. Ja, nehmen wir den Herrn auf. Er ist das wahre Licht. Er ist unser Leben. In ihm, in Jesus, erkennen wir die Liebe Gottes, erkennen wir auch das Antlitz des Vaters, können wir Gott, dem Vater, begegnen, weil Jesus sagt, ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Ja, so erscheint uns in Jesus der eine dreifaltige Gott, der überreich ist an Erbarmen, der uns Heil schenkt. Ja, durch ihn spricht Gott selbst zu uns. Er schenkt uns Worte, die Geist und Leben sind. Ja, beherzigen wir seine Worte, seine Gebote, vor allem dieses neue Gebot, das Jesus uns gegeben hat, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Ja, in der Menschwerdung des Sohnes Gottes offenbart sich die unfassbare Liebe des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und vor allem auch in seinem Kreuzesopfer, das gegenwärtig wird, wenn wir die heilige Messe feiern. Da wird Gottes neuer Bund, das Opfer des neuen Bundes unter uns gegenwärtig, wird alles Gegenwart, wird alles präsent. Wir dürfen voll Freude zum Herrn kommen. Er stärkt uns mit seinem Fleisch und Blut. Er möchte in uns Wohnung nehmen, in uns Fleisch werden. Lassen wir uns von ihm verwandeln. Er möge unser Herz reinigen, gerade in diesen Tagen, besonders durch das Bußsakrament. In diesem Sakrament der Barmherzigkeit begegnen wir dem unfassbaren Erbarmen
Gottes. Empfangen wir das neue göttliche Leben in Fülle. Herr, lassen wir uns vom Herrn verwandeln. Leben wir als neue Menschen, als wahre Kinder Gottes. Und schenken wir seine Liebe weiter, die uns so großzügig von Gott geschenkt wird, sein Erbarmen. Verzeihen wir auch wir einander, so wie Gott uns vergeben hat. Und werden wir zu wahren und glaubwürdigen Zeugen des Evangeliums, der Menschwerdung des Sohnes Gottes, ja, der Erlösung, die der Vater uns schenkt in seinem Sohn, des Reiches Gottes, das schon anfanghaft in uns und mitten unter uns ist und sich ausbreitet durch die Kirche. Ja, der Herr, er schafft alles neu. Er hat die Macht, alles zu verwandeln, alles zu erneuern. Er ist der Sieger, der Retter. Ihm dürfen wir vertrauen, jetzt und in allen Augenblicken unseres Lebens. Amen.